Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der SMT Nürnberg. Ich begrüße heute bei mir drei Herren von der Firma Nordson EFD. Zu meiner Linken als erstes Herr Schön. Willkommen bei uns, dann weiterhin mit Herrn Koch und Herrn Hetz ganz am Ende. Wenn ich mit Ihnen, Herr Schön, anfangen kann, eine kurze Einführung in Nordson EFD. Was machen Sie genau? Nordson EFD ist weltweit führender Hersteller im Bereich Dosiertechnik im Allgemeinen. Wir speziell zum Auftragen präziser Dosierungen im Bereich Kleinstmengen, das heißt verschiedenste Materialien, Schmierstoffe, Öle, Fette, Silikone in den verschiedensten Anwendungsbereichen, das heißt Automotive, Elektronik oder auch Aerospace. All in diesen Bereichen wird dosiert und in diesem Zusammenhang kommen wir dann ins Spiel. Mhm. Wir befinden uns jetzt hier auf der Messe. Was präsentieren Sie an Ihrem Stand? Was gibt's Neues? Wir haben neu im Programm, das wird Herr Hetz später noch mal ein bisschen näher erläutern, das X-Mode-Ventil. Das ist ein piezo-angetriebenes Modularaufbauventil. Ansonsten gibt es immer mehr, ich sag mal, Dosierungen, die in den Kleinstmengenbereich gehen. Von daher ist diese Messe auch sehr interessant für uns. Mhm. Dann reden wir ein bisschen über die spezifischen Produkte, für die Sie zuständig sind. Was gibt es? Ein bisschen mehr im Detail bei Ihnen zum Beispiel im Produktportfolio, Herr Koch. Ja, Nordson EFD ist auch weltweit ein Hersteller von Weichluftpasten mit zwei Produktionsstandorten, nämlich in der USA, mit dem Hauptsitz, in Rhode Island und in Pforzheim in Deutschland. Und wir fertigen in beiden Produktionen gleiche Lotpasten aller gängigen Legierungen, aller gängigen Flussmittel von den Korntypen 2 bis 6. Speziell diese Feinkorn-Lotpasten werden jetzt auf der Messe verstärkt nachgefragt, weil das Thema Jetten von Lotpaste ein sehr aktuelles Thema ist und dafür braucht man auch sehr feine Lotpasten, die wir liefern können. Was für aktuelle Themen sind jetzt bei Ihnen, bei Ihren Gesprächen und in Ihrem Portfolio aufgetreten auf der Messe? Wie Herr Schön ja schon erwähnte, ist das Highlight dieser Messe bei uns auf alle Fälle das Piezo-Dosierventil. Was das X-Mode-Ventil ist bei uns im Hause, aufgrund seines modularen Aufbaus, für viele Kunden oder Interessenten, die hier auf dieser Messe waren, sehr ins Auge gestochen ist, weil sie einfach gesehen haben, was dort mit dieser Technik möglich ist. Das heißt, Kleinstdosierung aus Entfernung zu jetten mit verschiedensten Materialien und eben auch mit einer Geschwindigkeit, die für die Kunden immer interessanter wird, bis zu 500 Hertz. Kann man dort also Dosieraufträge bringen. Das heißt, sie setzen kleinste Punkte und können diese auch verbinden zu einer Linie, sodass das für einen offensichtlich nicht sichtbar ist, dass da eine Linie aus kleinsten Punkten entsteht, aber eben in feinster Struktur ist. Das heißt, im Endeffekt sehr hohe Qualitätsgenauigkeit, ja. Und dadurch Fehlerbehebung? Durchaus, dadurch, dass die Piezo-Technik minimalste Öffnungszeiten erlaubt, hat sie diverse Vorteile gegenüber normalen Druckzeitsystemen bzw. auch gegenüber normalen Volumendosiertechnik, aufgrund dessen, dass sie eben kleinste Volumina, die sie dosieren möchten, nochmal in sich zerteilen können und jegliche Fehlereinflüsse wie Luftblasen etc., die ja doch in manchen Medien aufgrund der Entgasung etc. entstehen kann, dadurch nochmal verringert werden. Ganz kurz auch nochmal die Reihe durch ein paar Highlights hier auf der Messe von Kundengesprächen und vielleicht, wenn Sie im Gespräch ein paar Trends erkennen konnten, die jetzt zukünftig wieder aktuell als Thema werden, fange ich bei Ihnen nochmal an. Ja, schön. Trends ganz klar gehen absolut in den Bereich Kleinstmengendosierung. Da fühlen wir uns auch zu Hause, von daher fühlen wir uns auch auf dieser Messe sehr gut angesprochen. Es war bisher sehr hochfrequentiert bei uns, auch qualitativ hochwertige Gespräche geführt. Sehr viel aus dem Automobilbereich. Da haben wir einige interessante Gespräche geführt, die wir jetzt dann noch vertiefen müssen im Nachgang der Messe. Mhm. Herr Koch, wahrscheinlich viel Arbeit, die jetzt zuvor steht, die Kundengespräche weiterzuführen. Ja klar, wir haben natürlich viele Kontakte schließen können und auch gute Anfragen. Und wir sehen uns bestärkt. Gerade dieses Jetten von Lotpaste ist ein Thema, wird weiterhin eins bleiben und wir sind dran. Mhm. Herr Hetz, die Hauptthemen hatten Sie schon angesprochen. Sind das Themen, die weiter im Vordergrund stehen werden? Die,
die Entwicklung ist in dieser Richtung nicht aufzuhalten. Mhm. Und es wird auch unser Bestreben sein, dort immer weiter zu agieren, um noch feiner zu werden, weil die Anfragen, die wir hier bekommen oder das Feedback, was wir hier bekommen, ist, dass die Richtung nur in diesem Bereich geht. Das heißt, kleiner werden, Modulbaugruppen werden immer kleiner und so weiter. Das wird hier auf dieser Messe bestätigt und den Weg müssen wir weitergehen. Mhm. Nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und wir haben noch ein paar Stunden hier auf der Messe. Viel Erfolg weiterhin und ich freue mich, Sie bald auf vielleicht auf der nächsten Messe wiederzusehen. Alles klar, vielen Dank. Schönen Dank.